Jetzt neu im SPD-Merchandise. Mütze. Außerdem heute, braucht die Bundeswehr wirklich ein Auswärtstrikot? Ja Leute, wenn es politisch mal wieder ein bisschen kälter wird, wie sagt die Mutti? Kind, vergesst die Mütze nicht. Der rote Rolf will nämlich auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Ah. Sozis und Nachdenken, da werden alle sofort nervös. Viele Medien taten deshalb sofort das Naheliegendste und riefen den ukrainischen Botschafter in Brasilien an. Und wie immer Oma Courtage vom liberalen Maklerbund. Sie forderte wie aus der Pistole getrunken spontan ein Verbot von Kellogg's Frosties, Auftrittsverbot für Annette Frier und einen Vergeltungsschlag der Luftwaffe auf den idyllischen Eifelort Mützenich. Selber schuld die Placken da. Schon war die schönste Keilerei im Gange und damit klargestellt, dass Mütze allen gehörig auf den Gefrierbeutel geht. Und keine tiefgefrorene Sau, Serviervorschlag, Abbildung ähnlich, noch zu fragen wagt, ja was soll es denn bitte sein, zur Hölle, ein eingefrorener Krieg. Mütze selbst versuchte dann zu erklären, wie er zu dieser Wortwahl gekommen ist. Als aufrechter Sozi habe er einen Hauptschulabschluss, sei aber dann auf die schiefe Bahn gekommen und habe irgendwas studiert, Politologie. Ein Frozen Conflict beschreibt in der Politologie Kriege und Konflikte, die ohne eine Lösung in so eine gewaltlose Erstarrung übergehen. Körpersprache Olaf Scholz. Und das kann jederzeit wieder auftauen, anders als bei Olaf Scholz. Beispiele sind Nord- und Südkorea, diese ganzen postsowjetischen Konflikte in Transnistrien, Südossetien, Abchasien oder noch abgefahreneres Beispiel, BRD und DDR. Das kann man gar nicht wollen. Also, aber das hat übrigens am Ende der Westen gewonnen. Diesmal menetekelt es allerseits, eine Waffenruhe würde nur Putin helfen, der dann weiter hochrüste und sich die Ukraine ganz schnappte. Während der Westen in Rammstein beieinander sitzt und überlegt, wie er weiter hochrüstet und sich die Ukraine dann ganz schnappt. Daran ändert nichts, dass neulich der Papst auch ordentlich einen fliegen ließ. Und so ermahnt Papst Franziskus insbesondere die Europäer, diplomatische Initiativen zur Ukraine zu starten. Ergebnis also der ganzen Debatte ist die Debatte. Ja, spulen wir mal 4 Jahre zurück. Frau Merkel, Sie haben gesagt, Debatte stärke die Demokratie. Das ist richtig. Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein. Oppositionspolitiker Christian Lindner machte damals zur Corona-Politik den Punkt, dass es neben der Regierungsmeinung und irgendwelchen Kungelrunden in Hinterzimmern mit Merkel und dem Ministerpräsidenten da draußen bei den Menschen auch allerhand Meinungen gab, auch abweichende, und dass das ins Parlament gehöre. Also so wie jetzt. Vor einem guten Jahr gab sich eine Mehrheit der Bürger gegenüber Panzerlieferungen skeptisch. Die Regierung lieferte dann trotzdem Schützenpanzer Marder. Die Bevölkerung schloss sich der Regierung an. Um die nächste Hürde dann aber zu verweigern. Marder ja, okay, aber Leo, nee, 46% nein. Die Regierung lieferte wieder trotzdem und erst bei der nächsten Stufe Kampfjets sagte der Kanzler dann auch nein und blieb dabei. Bei der aktuellen Taurus-Debatte sind es je nach Umfrage um die 60% der Bevölkerung, die es ablehnen. Man kann also durchaus streiten, ob der Kanzler populistisch ist oder die Bevölkerung in diesem Punkt scholzoid. Achtung, Nebenwiderspruch. In welchem Paralleluniversum ist eigentlich Friedenskanzler ein Schimpfwort? Nebenwiderspruch, Ende. Rolf Mützenich hat mit einer kaum mehr als traditionell sozialdemokratischen Position den Streit ins Parlament geholt, der da draußen längst zu gären begonnen hat. Ein paar Hintergründe der Taurus-Entscheidung kennen wir Wahlbürgerinnen und Wahlbürger aus einem vermutlich russischen Leak oder von einem Whistleblower aus dem Verteidigungsausschuss. Die Durchsage, der kleine Willy Brandt möchte von Sarah Wagenknecht und Alice Weidel im Bällchenparadies abgeholt werden, ist hart. Ist schmerzhaft für Sozis. Der Fraktionschef der SPD hat die Meinung einer Mehrheit wenigstens für einen Moment im Parlament ausgedrückt. Muss man auch mal sagen, Respekt. In unserem regelmäßigen Interview-Coaching heute die Folge You have to bring something to the party. Das heißt, zunächst mal so in der Unterhaltung, einer klassischen Talkshow, da sollte man ein neues Buch, einen neuen Film, ein neues Album, eine neue Tour mitbringen oder wenigstens, ich habe im Urlaub ein lustiges Verkehrsschild gesehen. Daran kann man zunächst mal so den Werteverfall des deutschen Fernsehjournalismus ablesen, denn früher hieß es in der Redaktion noch, also wer jetzt da nur ein Buch, ein Film, ein Album, eine Tour bewerben will, der muss leider draußen bleiben.
waren die alle schlecht damals. Heute hat sich You have to bring something to the party auch ins Politische vorgedrängt. Wer sich in ein Interview oder eine Talkshow begibt, wäre ja blöd, sich nicht vorher einen soliden Textbaustein mit seiner Message auszudenken, weil dann läuft er sonst Gefahr, dass ihm Fragen gestellt werden oder er möglicherweise sogar so live nachdenken muss. Das muss ja nicht sein. Unsere Hausaufgabe, ihr erinnert euch, war ja deshalb, denkt euch mal so eine starke Message aus, lernt die auswendig und übt sie in drei Situationen. Wenn man dich fragt, wenn man dich nicht fragt und wenn man dich irgendwas fragt. Und, oh, Annalena, ja, bitte. Das war offensichtlich eine Wahl ohne Wahl. Und damit nicht nur ein maximaler Affront gegenüber seiner eigenen Bevölkerung, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Weil ja in Teilen der Ukraine, in Teilen Moldaus und in Teilen Georgiens diese Scheinwahlen mit stattgefunden haben. Ja, Julian, Auswärtstrikot. Oh, ey, das ist eine schwierigere Frage. Warte mal eben. Oh, meine Busmama heißt Laila. Ja, ich hab's. Laila macht geiler, wir nehmen Lila. Ja, nee, da werden sich so irgendwelche Wokies total begeistern. Und ich finde, das ist wirklich das richtige Zeichen für die Fußball-Community. Und irgendwelche Rechten werden homophob rumpöbeln. Ja, das ist eine riesen so X-Welle und müssen alle drüber berichten. Hatten wir so noch nicht? Toni? Toni wie immer, den schmieren wir einfach. Ja, ich bin Adidas-Spieler, ne? Ich muss ja sagen, sehr gut, fantastisch. Ja, genau. Und wenn die Scheiße dann völlig überkocht, stellen wir den lila Lappen in unseren Fanshop für 122 Euro mit Flock. Ja. Ach komm, Julian, jetzt trau dich auch mal was, du Schwuchtel. Er würde heute 84, wenn er sich nicht entschieden hätte, schon ein bisschen dramatisch mit 70 auf dem Flughafen von Amsterdam, Schiphol, an Herzversagen zu sterben. Die letzten Jahre seiner Karriere hat er im Sitzen zugebracht. Und sich auf diesen Moment, ja, kann man sagen, tragisch vorbereitet, weil er in einer Karrierepause ein Beerdigungsinstitut gegründet hat. Wahrscheinlich ein Familienunternehmen, denn er hatte 21 Kinder und 90 Enkel. Und eine Signature-Line, die nach 5 Tönen hervorrufen wird, dass sie sagen, jo, kenne ich. Das waren die 5 Töne. Ich kann auch gerne das nochmal anbieten für Sie. Aber wird nicht besser. Nein, ist so schön, kann nicht besser werden. Es wird nicht gequatscht, wenn ich moderiere.